Höchste Aufmerksamkeit ist gefordert, denn die Kollegen des Arbeiten unter Spannung-Teams arbeiten in der Nähe von Ottobrunn mit höchster Präzision an einer 20.000 Volt Leitung des Bayernwerks. Eine Arbeit mit hohem Risikofaktor. Für uns ist es eine übergeordnete Frage, dass niemandem was passiert. Und wir können Gott sei Dank mit Stolz sagen, dass wir seitdem wir das machen im Jahre 2002 noch kein elektrischer Unfall geschehen ist. Das ist den gut ausgebildeten AUS-Monteuren zu verdanken. Sie benutzen isolierende Materialien und tragen eine extra dafür angefertigte Spezialkleidung aus Naturkautschuk, damit die Spannung ihnen nichts anhaben kann. Mit ihrem Spezialkran steigen sie dann in luftige Höhen von bis zu 47 Metern und höher. Das kann am ersten Tag schon zur Herausforderung werden. Nicht so für Martin Peterlik und Michael Brey. Ja gut, ich sage, mit Tennis jetzt nicht das Problem. Das war einfach das erste Mal, war halt das Problem einfach sagen wir mit Unterspannung, weil Leute 20.000 Volt umhängt. Aber mittlerweile ist das kein Thema nicht mehr. Das war Respekt, sage ich mal. Einfach auch, dass du auf die Leitung hinfährst, das muss man erst einmal überwinden können. Also gehört schon eine gewisse Überwindung gehört da schon dazu. Warum die Hochspannungsmasten für diese Zeit nicht vom Netz genommen werden, ist klar. Viele Bürger müssten in diesen Stunden ohne Strom auskommen. Damit dieser aber ohne Einschränkungen verfügbar ist, wird seit 2002 unter Spannung gearbeitet. Und das sowohl im Hochsommer bei 35 Grad, sowie im Winter bei minus 20 Grad Celsius. Ausnahmen nur: Wenn Gewitter ist oder wenn es stark regnet, dann, oder auch bei starkem Nebel, dann kann man die Arbeiten nicht durchführen. Aber unsere Erfahrung ist, dass diese Zeiten relativ oder nur wenige Prozent im Jahr ausmachen. Das zeigen die 250 Einsätze, die das fünfköpfige Team in ganz Niederbayern und der Oberpfalz im Jahr meistern muss. Immer mit dabei der Verantwortliche, der das Geschehen von unten überwacht. Ich stehe ja immer in Verbindung mit der Netzleitstelle in Neuenburg vom Volt, die die ganze Leitung überwacht. Und falls die irgendeinen Fehler melden, dann muss ich meine Kollegen Bescheid geben, dass ihnen nichts passiert und dass dann die Arbeit beendet wird. Doch auch an diesem Tag geht alles gut. Den kaputten Isolator konnten die drei Monteure ohne Zwischenfall austauschen, bevor es auch morgen wieder in einen anderen Teil Bayerns geht, den die Jungs immer wieder aufs Neue aus einer anderen Sicht kennenlernen.